willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute mal wieder durch unseren Tag mit. Ich bin schon fleißig am Kochen, beziehungsweise ich fange jetzt gerade an. Mein Mann geht jetzt noch einkaufen, weil ich noch was brauche. Ich habe mir gedacht, ich mache heute einfach Nudeln mit einer leckeren Tofu-Tomatensauce. Mal schauen, wo mein Mann ist, weil ich brauche noch was. Was brauchen wir noch, Schatz? Ich schreibe dir das alles auf, per Handy. Ja, okay, dann okay. Bis gleich. Bis gleich, mein Schatz. Valentin und Theodor schlafen alle. Der Valentin ist hinten bei uns im Schlafzimmer. Ich habe auch gerade Schlafbekleidung mitgemacht. Ich lege mich hier immer mit rein ins Bett, bis er einschläft. Kleine süße Maus. Schläft jetzt auch schon, ich glaube, schon eine Dreiviertelstunde. Immer ganz süß, wenn die Babys so da liegen. Leider hat Theodor momentan starke Bauchschmerzen. Also er hat gegen frühs immer einen harten Bauch und dann ja, es ist ihm halt nicht gut und schreit. Und wir machen dann auch schon immer so Bauchmassagen und haben ein Windelöl, so ein ganz ätherische Öle sind da enthalten und massieren es dann im Bauch ein. Kleinen Babys tun mir da ja immer so leid. Ist der kleine Mann aufgewacht? Oh, schlafen. Ich muss auch ein bisschen leiser reden, weil ja Valentin hinten im Schlafzimmer schläft. Und der braucht seinen Schlaf. Ja, alles gut, ist okay. Hey, ist gut. Genau, ich habe jetzt ihm gerade einen Schnulli gegeben, weil er hat vorhin erst was zum Trinken bekommen. Und aufgrund dessen, dass er ja so Bauchschmerzen hat, soll nicht ständig neue Milch in den Magen kommen. Die Milch muss ja erstmal verdaut werden, richtig, bevor dann die nächste Milch kommt in den Magen. Deswegen sollte man schon immer ein bisschen Abstand halten zu den Stillmahlzeiten. Aber natürlich trotzdem stille nach Bedarf natürlich, ne? Aber ich weiß, er hat jetzt eigentlich gar keinen Hunger, sondern braucht nur ein bisschen was zum Nuckeln. Jetzt hat der kleine Mann doch Hunger gehabt und wollte sich nicht mit Schnulli beruhigen. Heute früh war die Hebamme da und hat ihn auch wieder gewogen. Jetzt hat er 4350 Gramm. Vor 2 Wochen, naja, gute 2 Wochen, war ja die Geburt. Und sein Geburtsgewicht war ja 3750, also er hat schon ganz ordentlich zugenommen. Aber er trinkt ja auch richtig gut, muss ich sagen. Und das Stillen klappt weiterhin super. Habe ich mir wirklich nicht so gut vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, naja, ich werde wieder Komplikationen haben. Aber zum Glück war am Anfang natürlich die Brustwarzen waren sehr gerötet und auch blutig. Und es hat sehr, sehr weh getan die erste Woche. Und dann kam ja noch der Milchstau dazu. Aber jetzt seit der letzten Woche hat sich das richtig gut eingespielt und mir tut es gar nicht mehr weh. Und ja, ich genieße das echt. Also Stillen ist was sehr Schönes. Es ist immer und überall verfügbar. Man braucht nicht unnötig ständig Fläschchen abkochen oder halt ja, Milch abpumpen. Das hatte ich ja beim Valentin gemacht. Tag und Nacht. Ständig war ich beim Abpumpen. Am Anfang muss man ja alle 3 Stunden abpumpen, dass natürlich der Milchfluss in Gang kommt. Und das war wirklich krass und anstrengend und musste auch nachts raus. Mir war es wert, dass Valentin die gute Muttermilch bekommt. Deswegen bin ich jetzt richtig froh, dass das Stillen klappt mit Theodor. Da ich beim Stillen immer so viel Durst bekomme und so viel Hunger, ist der Wahnsinn, habe ich mir jetzt mal so einen Saft hier geholt, den haben wir gestern im DM gekauft. Das ist Karotte, Apfel, Kurkuma vom Demeter. Schmeckt richtig klasse. Und bevor es da ein Mittagessen gibt, habe ich mir noch ein Käsebrot gemacht. Ganz einfach, mein Mann backt momentan immer unser Sauerteigbrot selber. Und das ist richtig klasse. Einfach Butter und Käse drauf. Liebe ich. Jetzt sind alle beide Kinder wach. Hm? Hallo. Oh, mach mal Ei. Hm, gib mal Kussi dem Theodor.
Ui, schau mal, hä? Ja, süße Mäuse. Valentin hat jetzt ungefähr 2 Stunden geschlafen. Theodor hat leider nicht so lange geschlafen. Ja. Aber Theodor, der schläft dann später noch ein bisschen. Valentin bleibt dann bis heute Abend wach, weil sonst schläft er mir dann später nicht mehr ein. Er geht dann so um zwischen 18 und 19 Uhr geht er dann schlafen. Mein Mann ist jetzt auch wieder zu Hause vom Einkaufen. Valentin. Ein bisschen wackelig auf die Beine, hä? Mein Mann hat hier einen Spannbettlaken mitgebracht, ne, für das Babybett. Kannst mal auspacken, Valentin, wenn du magst. Und ich zeige euch mal, was mein Mann alles eingekauft hat. Er war jetzt gerade beim Aldi. Dort gehen wir eigentlich einmal in der Woche einkaufen. Zeig mal, Valentin, was hat denn der Papa da alles mitgenommen, hä? Tomaten. Wir haben hier Champignons, Austernpilze, die essen wir immer sehr, sehr gerne. Dann Tomatensoße, zweimal. Dann gibt es immer Bananen. Dann haben wir hier eine Gurke fürs Abendbrot. Dann ausnahmsweise mal eine Mandelmilch. Normalerweise machen wir die ja immer selber. Einen Blumenkohl. Boah, den lasse ich mal drinnen. Avocado. Kartoffeln haben wir hier noch. Rosenkohl. Dann ein paar Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne. Essiggurken. Boah. Dann noch so Sojaküsschen zum Kochen. Kiwi, ja, Kiwi. Die gibt es aber erst nach dem Essen, Valentin. Dann haben wir hier noch Mango, einen Glasreiniger, einen Granatapfel und noch so Kosmetiktücher. Und hier innen haben wir noch so diverse Molkereiprodukte wie Mozzarella, Käse und Schafskäse. Ne, das ist jetzt Halloumi. Die Mango essen wir später, Valentin. Super, mein Schatz. Hast du Karotten gebracht? Ja, die Mörderkarotten. Die Mörderkarotten. Zeig mal. Schaut mal, was für schöne Karotten wir im Garten haben. Die kommen jetzt bei mir mit in die Bolognese. Ich bin jetzt da schon am Vorbereiten. Ich habe jetzt da Zwiebeln, Knoblauch und ein bisschen Fenchel. Dünste ich jetzt hier gerade an. Und ich brate ja alles im Kokosöl an. Ich verlinke euch das mal gerne in der Videobeschreibung. Also das nehmen wir sehr, sehr gerne. Und ich habe auch eine kleine Hilfe. Der Valentine hilft mir auch immer gerne beim Kochen. Dazu gibt es dann unsere heißgeliebten gekeimten Buchweizennudeln. Und zwar haben wir die auch vom Koro Shop. Ich verlinke euch die auch gerne mal in der Infobox. Die brauchen auch überhaupt nicht lange. Und ich glaube nur so 2, 3 Minuten, dann sind die schon fertig. Was ich auch immer sehr gerne mache, ich gebe zu der Bolognese, beziehungsweise machen wir eine vegetarische Bolognese. Und dann mache ich immer Haferflocken mit rein, beziehungsweise mische ich das auch immer ganz gerne mit Tofu. Dann haben wir hier durch den Hafer hochwertiges Eiweiß und viel Eisen. Das ist ja auch ganz wichtig in der vegetarischen Ernährung, dass man sich auskennt, wo viel Eisen enthalten ist. Und Soja ist natürlich auch wieder sehr viel Eiweiß enthalten. Und dann kommt da noch ein bisschen Tomatenmark mit dran und Tomatensoße. Und dann schmeckt das richtig lecker. Müsst echt mal ausprobieren, auch wenn ihr keine Vegetarier seid. Das ist ein richtig leckeres Rezept. Gebe ich jetzt noch mit rein. Die Nudeln sind auch schon fertig. Wie gesagt, die brauchen maximal 2 bis 3 Minuten und die kommen dann raus aus dem Wasser. Gebe ich jetzt mit hier rein. Und so schnell und einfach ist ein leckeres und gesundes Mittagessen zubereitet. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wie es
sind jetzt auf dem Weg zum Spielplatz. Wir haben gedacht, bei dem schönen Wetter gehen wir heute mal mit dem Valentin auf einen großen Spielplatz bei uns. Wirklich so ein herrliches Wetter heute. Es ist natürlich auch super, dass mein Mann noch daheim ist. Wo bist du? Der Große, der Valentin, fährt natürlich wieder mit seinem Pucchilino. Schon immer richtig klasse, wenn man den Kleinen so sieht, wie groß er jetzt schon geworden ist, der Valentin. Wird jetzt im Januar, Ende Januar wird er schon 2 Jahre. Wir überlegen auch, wenn er dann so 2,5 ist, dass man ihn dann doch mal in den Kindergarten gibt, so für ein paar Stunden in der Woche. Das tut ihm bestimmt auch ganz gut, aber da wollen wir auf jeden Fall noch warten, bis er dann wirklich, ja, vielleicht auch schon keine Windel mehr braucht, wäre natürlich klasse. Aber jetzt genießen wir natürlich die Zeit noch, wo er daheim ist. Und wenn jetzt dann Theodor auch etwas größer ist, dann können sie miteinander spielen. Und das ist dann auch richtig, richtig schön. Und so wollten wir das ja auch. Und ich denke schon, dass die sich gut verstehen werden. Valentin ist auch immer ganz lieb, den Theodor, immer wenn er schreit und macht Ei Ei, streichelt ihn, und das ist total klasse, finde ich. Guck, Valentin! Valentin! Kuckuck! Valentin! Hallo! Komm, ich geh nochmal da hoch. Soll ich dir helfen? Wir haben zum Glück eine wunderschöne Natur in unserer direkten Umgebung. Und da kann man immer schön spazieren gehen. Ihr seid jetzt auch kaputt, ne? Jetzt gibt es was zum Essen. Schöne Schwäne, Valentin. Und gleich so Babyschwäne, ne? Wir essen jetzt noch schön zu Abend, und dann würde ich sagen, es war schon wieder für das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Abonnieren und liken nicht vergessen. Genau. Gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Bis nächste Mal. Ciao.